Moin zusammen. Heute gucken wir auf den Fahrradhelm, besonders was für Voraussetzungen er haben sollte und wie er richtig auf dem Kopf sitzt. Also das Wichtige bei Fahrradhelmen ist in allererster Form, dass die auch sicher sind. Das kann man erkennen, wenn sie geprüft sind. Dann sollte in der Mitte des Helmes immer so ein CE-Siegel sein. Das ist das Zeichen, dass das geprüft wurde. Das kann entweder durch einen Sticker gezeigt werden oder manchmal auch unter den Polsterungen versteckt in den Helm eingestanzt sein. Das Wichtige beim Fahrradhelm ist das Alter. Der sollte nicht älter als 1-2 Jahre beim Kauf sein und nach 5 Jahren ausgetauscht werden, es sei denn, er hatte einen Unfall, dann sofort austauschen. Mein Kollege hat sich freundlicherweise hier mir zur Seite gestellt, damit wir einmal zeigen können, wie der Helm richtig sitzt. Nämlich sollte man darauf achten, dass die Stirn bedeckt ist. Als Augenmerk ist so 1 oder 2 Finger breit über der Augenbraue sollte er auf der Stirn sitzen. Dann sollte er auch hier kurz über dem Ohr sitzen und auch durch den Kinnriemen festgezogen sein. Einmal sollte das Dreieck die Ohren umschließen hier und unterm Kinn sollte man maximal 2 Finger reinstecken können. Dann ist er auch fest und wenn man den Kopf bewegt, sollte er natürlich auch an der Stelle bleiben, wo er jetzt ist.